Ich bin Renate und wir haben die Degusta-Box bekommen. Also mein weltbester Ehemann und ich. Die ist schon eine ganze Weile hier, aber wir haben sie jetzt erst hier stehen und filmen sie. So, also wer es noch nicht weiß, unsere Andine, unsere Hündin, die ist am 21.08. über die Regenbogenbrücke gegangen und sie war sehr, sehr krank und konnte einfach nicht mehr und ist ganz, ganz friedlich eingeschlafen. Und ja, das ist gar nicht so leicht für uns, zumal wir schon so viele verloren haben innerhalb von 12 Monaten. Aber es ist, wie es ist. Und deshalb haben wir am nächsten Tag angefangen, das komplette Wohnzimmer auszuräumen, umzuräumen, auszusortieren und. Ja, aber jetzt ist mal Zeit, dass wir auch mal wieder filmen, ne, Sammy? Sammy, willst du kommen? Ja, dann komm. Unsere Rampenkarte. So, dann haben wir hier eine Werbung für die Degusta-Box Cold. Die habe ich ein 3er-Abo abgeschlossen. 3 Pakete gibt es im Jahr, 3 Cold-Boxen und ich habe die abonniert. So, dann schauen wir mal, was drin ist. Ah, das ist teilweise was für dich und teilweise was für unseren lieben Schwager, ne? Mhm. Also was du nicht magst, das mag der, der liebt nämlich sowas, der frühstückt sowas immer, ne? So, das sind also die Minis von Nestlé. Hier sind sie, die kosten 3,49 €. Auch teuer, ne? Ja. So kleine Päckchen. Aber ja, alles ist irre teuer geworden. Ne? Ja. Wie viel ist denn da jeweils drin? 200 Gramm, 6 mal 200 Gramm. Und die Markenprodukte sowieso. Ja, und hier ist alles total teuer. Ne? Oh nein. Oh nein. Brotaufstrich, Mango, Süßkartoffel. Warum sage ich jetzt oh nein, oh nein? Wir haben vorhin als erstes Paket die Brandnussbox gefilmt und ausgepackt. Und da ist genau das gleiche drin. Und da habe ich schon gesagt, ja, hätte jetzt nicht sein müssen. Es ist gut, dass Kinder dazu angehalten werden, mehr Gemüse zu essen. Aber hier ist gar kein Kind im Haushalt. Ich bin derjenige bei uns, der am meisten Gemüse isst. Ich kann mir das noch nicht vorstellen, Mango mit Süßkartoffel aufs Brot zu machen. Aber ich mag eigentlich ganz gerne einen veganen Brotaufstrich. Naja, aber kannst du höchstens Süßkartoffel als Dip nehmen. Nimmst du Möhren und dann machst du dann einen Dip. Ja. Oder aber du lässt es sein. Oder wir verschenken es. Genau. Ich weiß auch schon an wen. Erstmal eins. Mal gucken, ob der das dann mag. Ne? So, ja, was kostet? 2,29 €. Hatte ich bei dem anderen Paket ja auch schon gesagt. Aber ja, das könnte doch was für dich sein. Warte mal. Heringshappen, fruchtig, süß, sauer. Mit Paprika und Kidneybohnen, okay, ist für mich. Da haben wir schon wieder mit dem Gemüse. Nee. Paprika ist da nicht. Kidneybohnen, ja. Die ist da. Aber komischerweise sind die weiß, die Kidneybohnen. Ich habe noch nie weiße Kidneybohnen gesehen. Aber egal, wer weiß, wie sie hier drin sind. Und es ist Protein. Mindestens 15 Gramm Protein je Dose. Nun hat Fisch ja ohnehin viel Protein. Ob das denn jetzt mehr hat? Ich weiß es nicht. 41% Hering ist da jedenfalls drin. Ich weiß es nicht. Naja. Schon seltsam, was alles machen mit Protein. Und glutenfrei. Ah, es gibt 2 Sorten, entweder grüne Kräuter oder süß-sauer. Ja, hätte ich beides gemocht, ist okay. 15 Gramm, ach so. Da steht, bei High Protein Hering wurde der Proteingehalt mit gutem Erbsenprotein erhöht auf 15 Gramm Eiweiß pro Dose. Kostet 2,29 €, weil da mehr Protein drin ist als normal. Ja. Der Herr des Hauses Grunz. Aber dafür ist weniger Fisch drin. 41% von, was war das? 140 Gramm? 160 Gramm. Ja. Davon 41%. Also so 70 Gramm Hering. Ja. Immerhin. Und hier ist ein Keks. Ein Protein-Cookie.
27% Protein. Gut, letzten Endes muss man wissen, wie viel Gramm Protein das ist, ne? Wie viel Gramm war es hier? 15 Gramm. Und hier, wie viel Protein hat der? Weiß ich nicht. Möchte ich jetzt auch gar nicht durchgucken. Gut, Low Sugar, also wenig Zucker, Chocolate Chip mit mehr Eiweiß. Und, aber der ist schön weich, ne? Der ist so, ne, zart. Er ist zart. Ja. Da ich den sowieso essen muss, durfte ich den auch. Klar. Wenn ich dann Eiweiß essen will, dann nehme ich mein Ei. In Ei ist nicht so viel Eiweiß drin. Reicht. Dann lieber Linsensuppe zum Beispiel. Nö, dann nehme ich 10 Eier dann. Oh, wie süß. So, wo waren wir? An dem Keks. 1,79 für einen Chocolate Chip. Ja, die sind total verrückt. Ist aber vegan und Low Sugar und Power System. Naja, was soll jetzt an so einem Keks auch nicht vegan sein? Butter könnte zum Beispiel drin sein. Ja. Siehst du, da haben sie auch noch eingespart und dann so teuer. 1,79 kostet der. 27%. Ja, wie gesagt, Prozent nützt eigentlich. Das muss man jetzt umrechnen, ne? Wie viel ist das? 50 Gramm und davon 27%. Also irgendwie 12 Gramm oder sowas, ne? Wenn das jetzt nicht stimmt, gar nicht drauf achten. Ich mach den jetzt mal auf. Ich habe den schon zerbrochen. Dann können wir auch reingucken. Ne? Der fühlt sich aber irgendwie weich an. Ist ja aber gar nicht. Ich nehme mal ein kleines Stückchen. Du auch? Nee. Protein? Ja. Ist doch weich. Also so hart weich. Schmeckt aber süß, absolut. Ich glaube, ich brauche gleich ein Glas Wasser. Staubtrocken. Ein bisschen trocken. Ja, das war der Cookie. Protein-Cookie. Knäck it. Happy Hafer. Ah, das Dünne mit Hafer. Knäckebrot mit Hafer. Ich liebe Hafer. Wenn der jetzt draufsteht. Also ich hoffe, ja. Dann muss ja auch wahrscheinlich, wenn es nur mit Hafer ist, dann ist er wahrscheinlich auch Weizen drin. Na, wo steht denn, was drin ist? Ach, Roggenvollkornmehl, Hafervollkornmehl. Wie, und dann steht nicht drauf, also ist 100% Vollkorn, vegan, ohne Hefe, besser vegan, aber es steht nicht mal drauf, glutenfrei, das wundert mich. Normal steht auf allen möglichen glutenfrei, wo gar kein Gluten drin sein könnte. So, Brand sollte lieber wieder die Saatenkrisp rausbringen. Die gab es nicht mehr bei unserem Rewe. Und das ist doch sonst überhaupt Saatenkrisp. Naja, jetzt haben wir also Knäckebrot. Knäck it. Happy Hafer. Diesen Namen. Happy Hafer. 1,99 kostet das. Extra dünn. Vegan. 20% Hafer in jeder Sorte. Es gibt also mehrere Sorten. Gut, aber da gibt es nur die eine hier drin. Jetzt kommt aber was Gutes. Panini Guave Drachenfrucht. The Passion of Fruit. Die Leidenschaft für Obst. So. Und das kostet 1,89. Natürlich, schmeckt nicht nur pur, sondern auch als Schorle oder Longdrink. Ach, da war doch das, hier vorne. Genau, als Longdrink. Spritz mit Wermut, wie zum Beispiel Lillet, vielleicht ist der hier drin, ich weiß nicht. Soda oder Prosecco und Spritzer Limettensaft und Minze und Limettenscheiben. Und schon hast du einen da. Cocktail. So, und jetzt kommt eine Dose Paloma Lemonade. War da nicht gerade die Rede von? Nee, Lillet war da.
Paloma Lemonade. Pink Grapefruit. Oh, das ist gut. Gut gekühlt servieren. Habe ich noch nie gesehen. Klingt aber gut. Pink Lemonade. Auffällig, jung, spritzig und erfrischend. Paloma ist die Grapefruit-Limonade, die deinen Geschmackssinn geradewegs nach Mexiko katapultiert. Echt? Weil die Paloma heißt? Ui, 47 Kalorien pro 100 Milliliter. Auch nicht so dolle. Ordentlich Zucker. Ja. 1,29. Naja, du bist deswegen. Dann kannst du dann das alte Lied singen. La Paloma, ohe, in die Wogen der See. Genau. Du trittst demnächst noch auf in weiß ich nicht wo. Yellow Kann Tech. Ich dir sagen, ich trete dann entweder da bei diesem Sonntagsdienstag. Stefan Ross? Genau, oder aber beim Fernsehgarten. Die hatten genau heute so ein. Solche Musik, echt? Solche Schwachsinn. Du hast den Fernseher. Nein, ich hatte nicht am Zeppen war das gerade drin. Von Yellowtail aus Australien von 2021, The Casella Family. Ziemlich wild. Also wir hatten dieser Tage, weiß ich gar nicht was, so eine flache, große Schachtel, also im Karton. Ne? Das haben wir immer noch. Ja. Habe ich mir stehen lassen. Der kam dann, ja genau. Und da ist er, da ist noch so ein kleines Stückchen Pappe drin von so einer Öffnung und ein Baldrian-Kissen und so ein Baldrian-Pilz. Und beide Katzen sind da ganz verrückt drauf. Nacheinander, die gehen nicht gleichzeitig rein. Da könnte ich stundenlang mit spielen. Ne? So, Yellowtail. Chardonnay ist es. Rich and vibrant with fresh peach. Mit frischer Vanille, mit frischer Pfirsich und Melonen. Geschmack und einem Hauch von Vanille. Haben die nicht da reingetan, aber das schmeckt danach. Mhm. Kannst dann angeben, oh, ein Hauch Vanille. Ich schmecke frische Pfirsiche, Bergpfirsiche. Naja. So, ein Chardonnay. Das ist schön. Ja, den trinken wir. Nein, den trinken wir nicht. Warum? Aber demnächst habe ich Mädels abends bei uns. Wenn wir dann fertig sind mit dem Wohnzimmer. Meine Schulfreundinnen und ich, wir treffen uns ja immer noch ja, in regelmäßigen Abständen. Deswegen trinkt ihr dann nicht meinen Nein, deine Dinge da. Chardonnay. Mein Känguru. Dein Känguru. Yellowtail. Also schmeckt großartig, jedenfalls steht hier. Wein aus Australien. Ihr könnt ja. Dann die harten Sachen trinken. Und ich habe schon, wir haben ja so viel Wein, also und wir trinken sowieso nicht, ne? So, Yellowtail, 4,99 der Chardonnay. Jeder Degusta-Lover hat entweder den Yellowtail Chardonnay oder den Moscow Mule von MSK bei Moskowskaja erhalten. Gott sei Dank, dass wir den Chardonnay haben. Wir hatten einmal Moscow Mule getrunken und das fanden wir beide. Ja, eklig. Ja. Und dann ist noch ein Teil drin. Von Odenwald. Apfel und Himbeere. Ah, da hatten wir schon Apfel mit... Birne, meine ich, hätten wir gehabt. Und Apfel mit Quitte. Genau. Das war toll. Ich mag gerne Quitte. Scheiß Arbeit, das damit zu arbeiten, aber sehr lecker. So, was haben wir hier? Da ist es nicht. Ach, da oben das erste. Apfel-Himbeermus ohne Zuckerzusatz. Das magst du. 1,79. Schon teuer, ne, für so ein kleines Glas, ja. Aber ist ja mit Himbeer. Und wenn man weiß, was für eine Arbeit Himbeerpflücken alleine schon ist, ne? Wie viel Himbeer ist denn drin? Keine Ahnung. Das steht hier nicht. Und das sind alles Yellowtail-Weine. Haben sie gar nicht aufgeführt. Soll ich gucken? Soll ich gucken? 100% Frucht steht nur drauf. Ja, die sind gemein, ne? Also 89% Äpfel. Ja. So, jetzt kannst du ausrechnen, wie viel Himbeeren? Nämlich 10%, das steht ja. Und dann kommt noch Acerola-Saftkonzentrat, schwarzes Karottensaftkonzentrat, damit die Farbe kommt, damit es rötlich wird.
Also tatsächlich 10% Himbeeren. Immerhin. Wie viel war Apfel? 89. 89. Das ist jedenfalls weitaus mehr als neulich. Was war das, wo unter 1% Erdbeer drin waren? Das Ganze nannte sich Erdbeer irgendwas. Ne? Ja. Paket. Ja, nee, das ist okay. Wie gesagt, Himbeeren pflücken ist eine große Arbeit. Und die muss man direkt verarbeiten, sonst matschig. Ja, was war das? Und, was sagst du? Also, das hätten sie nicht reintun, also mit Süßkartoffeln. Also Brot auf Strich hätte ich eigentlich, da denke ich, wenn das herzhaft ist, ne? Aber, ja gut, gibt ja Leute, die tun Nutella aufs Brot, ne? Geht auch. Ich jetzt nicht so, aber du auch nicht. Mango, Süßkartoffel. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber da wir jetzt zwei Gläser haben, werde ich tatsächlich eins probieren und eins verschenken. An eine Familie mit einem jungen Mädchen. Vielleicht freut die sich. Okay, ansonsten, ja, okay. Ich finde, das sollten sie sein lassen mit dem ganzen Protein. Erzählt mir mal, ob ihr mehr Protein braucht. Ich meine, wenn man jetzt wirklich Supersportler ist, die brauchen mehr Protein, das ist richtig. Aber braucht ein normaler Mensch auch jetzt so viel Protein? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Okay, das war's. Danke fürs Zuschauen. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Bis demnächst. Tschüss.